Meine Damen, meine Herren, hallo YouTube, hallo Twitch. Herzlich willkommen im Erlebnispark Eifel. Der Onkel ist wieder da. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, er ist wieder gesund, er ist wieder fit. Die Nase ist wieder frei. Und heute ganz in weiß. Extra für euch. Hallo Lieblings-Community. Das ist schön. Und wir sind auf YouTube und auf Twitch. Ich muss nach oben gucken, weil ich da zwei Chats jetzt habe. Und es knallt schon auf YouTube. Balian, vielen Dank für deine Kanalmitgliedschaft. Und The Monster Lord ist ab sofort ein Onkel Ultra. Unfassbar. Also wirklich oberste Stufe, die man sich gönnen kann hier als Kanalmitglied. Vielen, vielen Dank dafür. Und so, wir fangen bei YouTube an. Wer war der? Sasch, hi. Semtex, hi. Balian, hi. Mark Petersen, Rabenschatten, einen wunderschönen guten Abend. Kampfzwerg Senpai ist da. Und natürlich der Monsterlord. Ehre. So, auf Twitch sieht so aus. Alicia, hallöchen. France Ella erinnert mich direkt an France Gall. Ich weiß nicht, also ich bin ja schon sehr alt. Ob ihr die kennt, France Gall, die hatte ein Lied, das heißt Ella Ella. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Name daher kommt. Ella Ella. Ella. Bitte Papa. Genau, so. Der Alicia hat ihr Geschenkabo vom Hippo verlängert. Kuss dafür. Heute weiß wie die Unschuld. Ja, das steht mir, ne? Ich weiß, ja. Und Oma, einen wunderschönen guten Abend. Ein lang vermisster Streamer ist wieder aufgetaucht. Ehre, ja, ich weiß. Aber ich war wirklich, mich hat's echt weggewichst. Mich hat's richtig weggewichst. Und deshalb musste ich mir ein paar Tage Auszeit gönnen. Aber jetzt habe ich wieder Zaubersaft und Cola und jetzt geht's mir wieder gut. Hm? So, ihr Lieben, ich muss zuerst ein bisschen Werbung machen. Und zwar auf meinem Discord. Findet ihr Infos zum kommenden Event, Valheim-Event. Wer da Bock drauf hat, vom 28.04., also morgen in einem Monat geht's los. Das Ganze läuft 3 bzw. 4 Tage. Vom 28.04. bis zum 1. Mai. Das ist ein Wochenende, 28. ist Freitag, 29. Samstag, 30. Sonntag, 1. Mai ist Montag. Haben wir alle frei, müssen wir nicht arbeiten, also die meisten von uns. Und deshalb machen wir das dann. Und zwar wird das ein Bauevent. Wir suchen bis zu 10 Dreierteams. Ihr müsst in einem Team mit 2 anderen Leuten sein. Also immer 3 Leute, die dann ein Gebäude ihrer Wahl bauen. So schön wie möglich. Gebäude bauen, einrichten. Das ist im Grunde genommen schon alles. Ihr bekommt alles an Material von uns gestellt. Zum Beispiel 6.000 Steine, 6.000 Holz. Eine Kiste voller Edelholz, eine Kiste voller Rundholz, eine Kiste voller Bronze, eine Kiste voller Eisen, eine Kiste voller Silber, eine Kiste voller Schwarzmetall, eine Kiste voller Harz, Federn, alles was ihr wollt. Sollte euch das nicht reichen, sagt ihr dem Hippo, dem George oder mir Bescheid, dann bringen wir euch das, wir spawnen euch das. Das gilt für alles außer Holz und Stein. Wenn ihr die 6.000 Holz verballert habt und die 6.000 Steine, dann müsst ihr euch das selber farmen. Sollte aber machbar sein. Alles andere kriegt ihr von uns gestellt. Und wir werden an jedem Abend, also es wird freitags 3 Stunden gebaut, es wird samstags 4 Stunden gebaut und sonntags 3 Stunden gebaut. Das heißt, insgesamt haben wir 10 Stunden, wo ihr bauen könnt. Alles Vanilla, alles ohne Mods. Und nach jedem Stream oder am Ende von jedem Tag gibt es eine Umfrage im Stream, welches Gebäude euch bis dato am besten gefällt. Also die Community darf das entscheiden. Dann wissen die Teams auch, wir können uns ein bisschen zurücklehnen oder wir müssen noch ein bisschen Gas geben. Und am 4. Tag, am 1. Mai, werden wir eine große
Begehung machen. Das heißt, wir werden alle Gebäude nochmal vorstellen, en Detail. Und danach gibt es eine Abstimmung und dann gibt es ein Gewinnerteam. Ja. Und ja, die werden auch was gewinnen, aber was, sage ich noch nicht. So, weil ich es auch noch nicht weiß. Aber wir werden uns da was einfallen lassen und da wird es auch was geben. Vielleicht möchte einer meiner Sponsoren da unten ein bisschen mitmachen. Wieder mal, wie das bei... Du bist sehr, sehr geil. Ich weiß, Timo, super, aber da musst du mich nicht so anschreien, verstehst du? Hm. Vielen, vielen Dank für dein Prime, Timo. Und ja, wenn ihr euch anmelden wollt, bitte über den Discord beim George Bisonte oder beim Hippo06 anmelden oder mir irgendwie eine PN schreiben oder wie auch immer, keine Ahnung. Ich weiß, dass wir ein Team schon voll haben. Das heißt, es sind noch genügend Plätze frei. Wir werden da extra einen Server dann haben. Und das wird zauberhaft. Das wird zauberhaft. So, das war's an Werbung. Und jetzt gehen wir Valheim spielen. Anmeldung ist schon raus. Der Henk. Genau. Guido, Heimdall, Henk. So sieht's aus. Die spielen zusammen. Und das wird großartig. Das wird ganz großartig. So. Lass immer. Kann ich das Ding wieder ein bisschen größer machen? So, für alle, die nicht wissen, was One Seed ist, ich spiele mit dem Einsiedler. Mein Einsiedler Seed. Ich habe mir es vorgenommen, in diesem Jahr eine komplette Map aufzudecken. Einen wunderschönen guten Abend aus Monschau nach Krefeld. Hallo, schon Ralf. Ja, einen aufdecken, komplett. Zwischendrin ein bisschen was bauen, mir ein paar Bases bauen. Und ja, da muss ich mal weitermachen, weil das habe ich echt vernachlässigt. Und das ist das, was wir heute Abend machen. Boah, das habe ich bisher aufgedeckt hier. Alles. Und hier muss wirklich jede Insel aufgedeckt werden. Jeder Seeweg wird aufgedeckt. Und. Ich würde mich heute mal so ein bisschen auf die rechte Seite der Map beschränken, glaube ich. Und da noch ein bisschen Inseln aufdecken. Und deshalb gehen wir jetzt auch mal hier weiter. Hier habe ich mein Schiff. Das heißt, ich könnte das eigentlich alles hier lassen. Und werde die Map erstmal fertig aufdecken und später hier rüberfahren. So, und sollten heute neue Leute da sein, die Fragen zu Valheim haben, gerne stellen. Weil die Community hier, die ist sagenhaft und die wird alle eure Fragen beantworten. Auch für die Leute, die neu sind auf der Xbox oder wie auch immer. Was ist denn los hier? Ach, ich habe keinen... Das ist doof. Ich habe keinen Buff. Und es ist Nacht und man kennt ihn. Dann müssen wir erst nochmal nach Hause. Achso, und für alle, die sich beliebt machen wollen, macht's wieder Timo. Twitch Prime ist kostenlos, ja? Gemütlich 11. Ja, muss dann wohl reichen. Ich könnte aber auch mal erstmal pennen, ne? Dann ist es nicht so dunkel für euch. Ja, Bossen sind schon gelegt, bis auf die Queen. Das heißt, da habe ich keinen großen Druck mehr. Ich muss nur noch die Königin legen. Aber das mache ich irgendwann. Hatte ich hier nicht schon 14 auf? 11?
scheinbar nicht. Ach, hier sind die Dings nicht an. Moment. Irgendwo haben wir hier Harz, ne? Jetzt ist es so duster. Hat hier, ich wollte doch gerade sagen. Hat die auch mal Fackeln? Die hab ich draußen, ne? Den Nägel brauche ich jetzt nicht unbedingt. So. Ein schönes großes Lager. Ja, ich habe aber schon ein neues gebaut in einem anderen. Vielleicht ist der Ofen aus von dem Whirlpool. Das kann natürlich sein, ja, aber scheiß mal drauf. Ich werde jetzt erstmal das Inselchen hier fertig aufdecken. Was ist denn los hier? Digga. Oh Gott, F trifft einfach nicht. Okay, hier ist ein GK. Die markiere ich mir mal nur. Kupfer. Trollhöhle. Oh. Moin Keeper! Hallöchen! Ja, es haben sich einige Leute gewünscht, dass ich auch wieder auf YouTube gehe. Dann machen wir das halt. Das hat aber einen Grund. Soll ich euch was sagen? Das ist geil. Ich habe mich gestern, am Samstag. Ich habe mich am Samstag mal richtig gefreut. Und zwar, wir haben unsere Stromabrechnung bekommen. Ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben. Wir kriegen 450 Euro zurück. Ich habe keinen Schimmer, wie wir das hingekriegt haben. Das ist echt unfassbar. 450 Euro. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich auf Twitch und YouTube wieder gleichzeitig streamen. Also selbst Jasmin war total geschockt. Die hatte schon gar keinen Bock, die E-Mail aufzumachen vom Stromanbieter. Und dann hat sie nur noch gejauchzt. Das heißt, ihr könnt euch schon mal auf Renovierungsstreams einstellen, die jetzt demnächst hier, Jasmin will ja unbedingt renovieren. Wir fangen mit dem Schlafzimmer an, dann das Wohnzimmer, Küche, Gedöns hin und her, überhaupt. Das ganze Haus wird renoviert. Ja, es werden viele Handwerksstreams kommen. Aber ernsthaft, also... Wir verballern schon viel Strom. Ich glaube, wir haben... Was haben wir denn? Wir sind drei Personen. Ich glaube, 6.500 Kilowattstunden normalerweise. Und wir scheinen letztes Jahr viel weniger verbraucht zu haben. Und wir haben wirklich einen Gefrierschrank. Den haben wir weggetan, weil er zu alt war und dann kaputt gegangen ist und so ein Kram. Und der war von den... Von den Energiekosten natürlich relativ hoch, weil der schon echt ein paar Jährchen auf dem Buckel hatte. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das so viel ausmacht, oder? Good old Shit Night! MOS, moin moin! Du wirst lachen, MOS, ey. An dich habe ich vorhin gedacht. Ich habe nämlich überlegt, ob ich heute Abend Fortnite streame. Also rettet die Welt. Habe mich aber dann doch dagegen entschieden. Vielleicht mache ich das die Tage irgendwann mal. Ich bin immer noch an der Optimierung meines Sturmschildes.
Ich schaffe es so bis Stufe 27, ohne irgendwas zu machen. Manchmal muss ich noch eingreifen. Also irgendwo ist da noch Optimierungsbedarf. Vor allem dann, wenn der Tornado kommt. Da wird es problematisch. Ja, natürlich denke ich an dich. Ich denke an meine Community. So, jetzt decken wir hier hinten mal auf. Noch. Dann haben wir das erstmal. Obwohl, wir könnten die ganze Insel aufdecken. Dann haben wir die. Moin, Micha. Hi. Ja, Daniel, nimm doch ein Messer in die Hand. Ah, ne. Bastard. Eine Kiste. Was haben wir? Die nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. So, hier ist alles aufgedeckt. Sehr schön. Mal hier das Stückchen da aufdecken. Kann aber auch noch ein bisschen Leder mitnehmen. Robin! Einfach fucking Robin Hood. Zack, Inventar voll, ne? Man kennt es. Ja, ja, Lasis habe ich abonniert. sehr gute Videos, definitiv. Und auch wirklich gut nachvollziehbar. Aber irgendwie, ich habe es so gebaut, wie er es baut, Steinwald, aber es funktioniert nicht zu 100%. Ich weiß nicht, ob mittlerweile, seit der die Videos gemacht hat, wieder was geändert wurde. Oder ich irgendwo doch einen Fehler gemacht habe. Weil ich bin sogar, was die Fallen angeht, höher, als er sie gebaut hat. Und es funktioniert nicht. Aber es könnte an den Perks liegen. Ja. Aber dafür muss ich halt wieder ein bisschen farmen gehen und so ein Kram. Aber es macht wieder Bock und sogar Jasmin hat wieder angefangen. Und das ist ja auch ganz schön. Die Fallen haben pro Sturmschild ein maximales Level. Da gibt es ein Level Cap. Ah, okay. Ja. Ja, da muss ich nochmal gucken. Aber ist ja auch egal. Ist, wie gesagt, bis Level 27 oder bis Stufe 27 klappt es, ohne dass ich irgendwas mache. Und wenn ich dann ab 27 ein bisschen nachhelfe und repariere und hier und da, funktioniert es. Komme ich auch bis 30 durch. Wo bist du? Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Hä? Cheap-Bild? Ja, genau. Den muss ich bei der Homebase etwas modifizieren. Ich habe maximale Fallenausdauer durch meine Überlebenden und trotzdem konnten da Zombies durch. Bei einem Run, weil die Heimatbasis extrem oft angegriffen wurde. Nee, Homebase habe ich kein Problem. Wo habe ich denn das Problem?
Ich glaube bei C. C oder D, ich weiß es gar nicht. Ja, absolut, Ralf. Also es hat sich nichts geändert in RDW. Ne? Es gibt ein, zwei neue Fallen. Die Fallen haben jetzt eine Haltbarkeit, das hat sich geändert. Aber vom Spielspaß ist das immer noch das gleiche geblieben. Das ist schon ganz cool, auf jeden Fall. Ja, cool. Haben wir hier Drauger? Ja. Ja, hallöchen. Oh, gleich drei. Das ist ein bisschen übel jetzt. Das kann ich liegen lassen. Steine, Holz kann ich liegen lassen. Das kann ich liegen lassen. Können wir das nämlich mitnehmen? Raus. Blübt. Sehen. Bienen kann man nie genug haben, ne? Der Fuchs, der legendäre One Seed, ja genau. Warst du das nicht, der gefragt hat? Endlich bist du da. Ist ja Ich gut. hab so lange auf dich gewartet. Träume werden wahr. Ich freue mich so, So, dass dass du du am am Start Start bist. bist. Das Hexlein ist endlich da. Endlich. 3 Jahre drauf gewartet. Ne? Herzlich willkommen. Danke für dein Follow. Nee, du warst es nicht. Irgendjemand hat gefragt, wann ich wieder One Seed spiele. Und ich habe gesagt, oh, kein Bock im Moment. Heute hatte ich Bock. So. Ja, weil es halt echt nur jetzt Rennerei ist, ne? Also du läufst halt hier nur rum. Aber gut. Was Mut, das Mut.
Das wird noch eine lange Reise, bis das hier alles aufgedeckt ist. Freunde der Sonne. Ey, was ist denn hier los? Ernsthaft jetzt? Oh, das ist sogar noch größer hier. Erstmal was essen, ne? Ottos. Guten Tag. Bastard. Keine Kisten? Aber hier ist noch eine Biene, ich höre sie. Sehr gut. Oder? Komm, schlag! Ne, es war der Haufen. Ja! Ich kann nicht mal hier hoch. Weil ich kein Holz hab. Ich brauch Holz. Moment. Moment mal. Die Ottos, die hole ich mir da schon runter. Das Türmchen da. Ich guck schon wieder um die Ecke. Au. Ja, was ist denn los, du Otto, ey? Auch Geschichte. Und jetzt können wir liegen lassen, brauchen wir nicht. Ja! Durch die Beine. Oh, wie ein Kanickel. Naja, komm. Die Miri, Hallöchen.
Um Event kann man. Was? Achso, wird zum Event ein neuer Char erstellt. Also komplett neu. Nee, du kannst mit dem eigenen rein. So wie der Ralf geschrieben hat. Nur keine Sachen mitbringen. Weil die kriegt ihr von uns gestellt. Das ist überflüssig. Also ihr könnt Rüstung, Waffen, das könnt ihr alles mitbringen. Das ist kein Thema. Was ihr da wollt. Der darf auch hochgelevelt sein. Das ist überhaupt kein Problem. Ah komm, ich hab dich fast gehabt. Jetzt habe ich dich. So, Leder. Zack, schon wieder Nacht, ey. Oh, der Herr George auch schon ausgeschlafen. Guten Tag. Ui, ein Trollololol. Ja, hallöle. Ja, da sitzt er mit einem nackten Arsch. Der Brock, hallo. Hallo, hallo, hallo. Skalette? Skalette heißt... Im besten Falle... Ach ne, war ein Turm. Okay. Mappy, hi. Ui. Ja, was höre ich denn da? Au. Der hat mich... Ich habe kein Schild in der Hand, Ochse. Ah, keine Ausdauer. Ah, jetzt wird's unangenehm gerade. Genau, haut ihr euch erstmal auf die Glocke da. Rest kann ich dann erledigen. Ja, der Fooling macht die alle platt. Alter. Können ja gar nichts hier, Krautzwerge. Nix. Noch nicht mal der Berserker. Guckt euch das an. So. Das Thema auch erledigt. Oh, noch ein Uralter. Okay. Ich habe besucht. Du hast besucht. Was hast du besucht? Was tust du, George? Und geht's besser? Was hat er denn? Was? Ich muss den Krankenhausbesuch absolvieren. Nein, du hast besucht. Okay.
Schön, dass ich wieder auf YouTube streame. Ja. Ja, ihr habt euch das gewünscht, dann mache ich das doch möglich. Ich mache doch fast alles möglich für euch. Ich werde übrigens gucken, dass ich Mittwoch auch streame. Mittwoch und Donnerstag ist ja normalerweise streamfrei. Aber am Mittwoch kommt ja Smallland raus. Und das würde ich euch echt gerne zeigen. Deshalb werde ich Mittwochabend wahrscheinlich auch... Oder ich werde Mittwochabend auch live sein. Könnt ihr euch schon mal in den Kalender eintragen. Ja, ist ja gut. Was ist denn los hier? Warum seid ihr hier im Dunkelwald unterwegs? Was soll das? Ja, zu dreckig zu lachen. Ah, ich habe wieder kein Dings mehr. Ein Buff. Nacht, kalt, Pipi, aua. Wo ist Schiff? Da unten. Dann laufen wir jetzt da runter. Ui, das ist nicht gut. Gerade in so einem hohen Alter dann. Kommt halt her, wenn ihr halt unbedingt... What?
immer noch zu dunkel hier. Hui. Was war denn noch? Augen. Ja klar, mit Messer. Ja, also ein Troll macht mir jetzt keine Angst mehr. Nicht wirklich. Ach, ich habe auch einen. Ich habe ja einen Gürtel. Ich Otto. Ich habe ja auch einen Gürtel haben tun. So sieht's aus, George. So sieht es aus. So, soll ich den Rest noch aufdecken hier oder fahren wir ein bisschen? Ich glaube, ich decke noch auf. Ha? Dann haben wir die Insel hier schon mal erledigt. Es wird ja wahrscheinlich eh nur Dunkelwald sein. Und was wir haben, haben wir. Na, sie kitzelt etwas. Noch einer. Ja, hallöchen. Machen wir einmal den Staubsauger. Einiges. Ich guck mal gerade, ob der Discord-Link funktioniert. Das ist immer das Problem. Also der hier. Warte, ich gebe dir mal einen Discord-Link. Klick mal da drauf. Der funktioniert und dann müsstest du automatisch in den Discord kommen. Ah.
Jupp, der ging. Okay, dann war der andere nicht mehr gültig. Das endlich bist du da. Ich hab so lange auf dich gewartet. Träume werden wahr. Ich freu mich so, dass du am Start bist. Sorisama, einen wunderschönen guten Abend und vielen, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Ja, ich muss den Link ändern bei Twitch. Bei YouTube habe ich ihn schon geändert. Und hoffe, dass der jetzt nicht mehr abläuft. Keine Ahnung. Ich stelle das zwar immer ein, dass der Link nicht ablaufen soll. Aber irgendwie tut das doch. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Der Link ist gültig, aber dazu muss man Mitglied auf Discord sein. Sorry. Er ist aber auch scheiße. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Darf man fragen, welches Messer du benutzt? Natürlich darf man es fragen. Ich gebe nur keine Antwort. Na Quatsch. Schwarzmetallmesser. Ist aber scheißegal, du kannst auch ein Kupfermesser nehmen. Wenn es hoch genug gelevelt ist, Messer, beste Waffe im Spiel. Mit Abstand beste Waffe. Weil du einfach scheiße schnell bist und hier springen kannst und so ein Kram. Das ist geil. Ich liebe das Ding. Der, den ich gepostet habe, der war direkt zum Kanal für Event. Ach so, ja, da muss man dann, da muss man schon Mitglied sein, richtig. Nee, aber der normale, ich dachte, das Schwert ist Main. Ja, das kommt drauf an, also, ne, es gibt ja auch Leute, die spielen mit dem Adgear oder, mit der Axt oder wie auch immer, keine Ahnung. Ich mag das Messer einfach, du bist mit dem Messer so schnell, und kriegst eigentlich auch jeden Gegner damit klein. Und ich habe jetzt also, wo sind wir denn? Messer auf 77, das ist schon sehr hoch und damit, und wenn du dann hier Schwarzmetallmesser auf Stufe 4 hast, da passiert dir eigentlich nichts mehr in dem Spiel. Also ich bin überzeugt, dass man sogar den letzten Boss mit dem Messer killen kann. Vielleicht probieren wir das mal. Die Messer Challenge, ja. Die habe ich ja auch noch offen. Ich höre eine Biene. Ha! Geil. Aber hier war ich doch schon. Aua. Okay, ein Elite. Also hier dran siehst du es halt, ne? Drauger, Messer, zack, bumm. Passiert nichts. Her.
War doch eine Biene. So, wie viel haben wir denn noch? Ah, das Gebirge noch, okay. Ich wollte gerade sagen, hier könnten noch Wölfe kommen. Hallöchen. Ah, Garg, hi. Sorry, völlig überlesen. Gibt es eine einfache Möglichkeit, den Boden schnell auf eine Höhe zu bringen? Ja, genau. Planbild. Hodenberg, einen wunderschönen guten Abend. Machst du die Steingolem auch mit dem Messer? Nee, also, das geht. Aber die mache ich echt mit der Spitzhacke. Also, wir können gleich mal gucken, wenn ich hier einen erwische, ob es mit dem Messer funktioniert. Hab ich noch nicht probiert. Also da springe ich meistens drauf und bearbeite die wirklich mit der Spitzhacke. Und hier, die macht man ja normal auch, ja, nicht mit Pfeil und Bogen, die macht man ja normal mit dem Knüppel oder so. Oh, die lassen wir mal hier. Das können wir auch mal hier lassen. Ist doch nochmal immer ein Golem, wo so eine Hütte ist. Wir könnten zum Spaß mal einen. Oh, 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 oh. Hallöchen. Also Golem wirklich am besten oben drauf springen, wenn ihr es schafft. Spitzhacke in die Hand nehmen und dann drauf. Und gucken, dass ihr auf dem drauf bleibt. Dann sind die eigentlich relativ zügig schachmatt. Alles andere dauert lange und tut weh. Ja, und wie so oft, wenn du einen suchst, findest du keinen, ne? Multi-Chat wird anstrengend. Hey Guido. Ich habe einen Wolf gehört. Wo ist er? Du kannst dir einfach beide Chats auspoppen, also Pop-Out machen und kannst dir die nebeneinander legen, George. Ich guck
guck mal, vielleicht muss ich meinen Mods zu Weihnachten einen neuen Monitor schenken. Zweit oder dritt. Der Trend geht ja zum zweit oder dritt Monitor. Hui, ich bin Killer. Wie Ezio zu sagen pflegt, hab ich schon. Ah, okay. Ja, du bist halt ein Fuchs, George. Was soll ich sagen? Kann ich mit HD Valheim im Koop spielen? Auch mit... Ja, klar. Aber hat George ja schon... Ich tut mir leid, ich habe zwei Chats hier im Gesicht. Aber ja, das geht klar. Also ihr müsst immer unterscheiden, ne? Was ist Client-basiert, also das heißt, was ihr euch auf dem PC installiert an Mods. Und was Server-basiert ist, das heißt, welche Mods ihr auf dem Server installieren müsst, damit sie spielbar sind. Es gibt ja für Valheim Plus zum Beispiel eine serverseitige Version und eine Client-Version. Und alles, was Client-basiert ist, gilt nur für euch. Und alles, was serverseitig ist oder serverbasiert ist, gilt auch für die Server. Da ist einer! So, probieren wir es doch mal. Gehen wir mal gucken, ob wir sterben. Also ihr seht schon, mit dem Messer mache ich hier so gut wie keinen Schaden. Es geht schon, aber es dauert halt ewig, ne? Und er macht mich gerade ziemlich platt. Nee, also ich lege Golems grundsätzlich nie mit Messern. Um die Frage zu beantworten. Ist zu anstrengend. So, das wäre aufgedeckt, das Inselchen. Gehen wir wieder hier runter zum Schiff. Hallo Jörg. Wunderschönen guten Abend. Wobei man ja auch sagen muss, die verschiedenen Mobs sind natürlich auch anfällig für verschiedene Waffen. Ne? So beim Golem ist es so, der ist am anfälligsten für Spitzschaden. Also spritzt die Spitzhacke. Ne? Skelette sind anfällig für stumpfen Schaden. Das heißt, Keule oder so. Da muss man natürlich auch... Und das hier mit dem Messer ist ja Schlitzschaden. Der ist halt wirklich gut für Tiere, für Grauzwerge und Gedöns. Golem hat auch Stumpfschaden. Aber die Spitzhacke ist doch keine... Oder ist die Spitzhacke eine Stumpf? Stumpfwaffe. Also du kannst ja mal probieren, einen Golem mit einem Knüppel zu erlegen. Das würde ich gerne sehen. Und ich würde sagen, kriegst du nicht hin. Ich lege Golem immer mit Mace. Okay. So hat halt jeder seinen Spielstil, aber ich bin der Meinung, dass der Golem am einfachsten zu erlegen ist, indem du mit der Spitzhacke auf den Schädel haust. Ich habe nur ein Graphic-Patch bei mir installiert, das reicht mir total aus. Bei allem anderen habe ich Vertrauen, dass die Developer das regeln. Ja, ist ja auch so. Also wie gesagt, ne, so Leute, die nicht mit Mods spielen wollen, völlig in Ordnung. Aber, ja Gott, ich habe mittlerweile... Wie weit bin ich denn eigentlich? Ich müsste gucken.
viele Stunden haben wir denn? 2251,9 Stunden. Ich habe alles gesehen in dem Spiel und ich hübsch mir das manchmal mit Mods ein bisschen auf. Das ist alles. Aber das Schöne ist ja, jeder kann so spielen, wie er will. Mit Mods, ohne Mods. Ist doch alles schick. Ich brauch noch mal Harp. Hier ist irgendwo, da ist noch eine Fackel, siehste. Muss jetzt erstmal die ganze, da ist noch eine. War doch alles mal viel heller früher. Wusste ich's doch. Viel angenehmer. So. Zack, zack, zack. Leder. 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 Mars. Holz. Profan, da. Spitzhacke haut 100 Schaden pro Hieb, siehst du? Chitinpfeile? Golem mit Chitinpfeilen? Alter, ihr spielt das Spiel auch falsch, ey. Ihr spielt das Spiel auch falsch. George hat 3890 Stunden, Alter. Geisteskrank. So, jetzt können wir einpacken hier. Zack, zack. Wir fahren auf die nächste Insel. Hier hinten ist Sumpf. Dann schauen wir mal. Kann den Golem schon mit einem Knüppel klein bekommen? Oder ist es am besten, sich mit Knüppeln einzudecken, sonst könnte es kritisch werden. Damit bloßen Fäusten wirst du da nicht viel reiten. Ja, definitiv nicht. Kann das Schiff bitte nach vorne fahren? Vielen Dank. Kann es sich jetzt in den Wind drehen? Vielen Dank. Aber Holzpfeile beste. Ja, yeah, definitiv. Mit Holzpfeilen kriegst du alles klein. Irgendwann. Definitiv. Ich glaube, ich fahre hier hin. Wo geht er da an Land? Alles andere ist Materialverschwendung. Holz hast du genug, genau. Ja.
Frage ist, gehören die zusammen hier? Loxe und Holzpfeile, bestes Training, ja, definitiv. Das stimmt, ja. George, Planbild konnte bei mir irgendwie nicht auf den Server geladen werden. Du musst gucken, Garg, dass was Planbild noch benötigt. Steht unter Requirements. Der Drehstuhl, hallöchen. Also meistens reicht die eine Mod nicht, um die zum Laufen zu bekommen. Hook Gen Patcher, siehst du? Da steht's. Also ich kann das ganz schnell zeigen. Nexus. Also, Moment. Hier. Bildschirmaufnahme. Also wenn ich hier bin jetzt und ich suche mir Planbild. Tag. Dann steht hier Requirements. Da gehst du drauf und da steht, welche, dass diese Mods werden benötigt. Hook Gen Patcher und Jotun the Valheim Library. Die musst du auch mit runterladen und die musst du auch installieren. Ich habe alle drei. Ach so. Hast du vielleicht in den falschen Ordner gepackt? Da sollte man halt auch drauf achten, ne? Aber ich glaube, George ist bei dir. Und könnt ansonsten im Discord einfach nochmal die Frage stellen und dann kann man die auch da in Ruhe beantworten. Ich will jetzt nicht gegen den Wind fahren, das ist so. Doch, ich fahre gegen den Wind, scheiß drauf. Ah, Discord. Am besten in Discord gehen, George ist im Sprachchat. Der hilft. Ah, Modmanager. Krieg ich schon wieder graue Haare, Leute. Da könnte das Problem schon liegen. Aber der George wird dir mit Sicherheit helfen. Welchen? Nexus? Die Hölle. Ja, wahrscheinlich Nexus Mod Manager, 100%. Leute, ich mach YouTube-Videos dazu, ihr sollt die Finger da weglassen. Ach Gott. Da ist Ebene. Genau. Mach die Videos dann nicht zum Spaß, ne? Nein, Quatsch. Aber Mod Manager ist halt immer so das Problem. Discord-Link. Bitteschön. Mod Manager ist halt immer das Problem, dass die manchmal die Mods dahin packen, wo sie nicht hingehören. Uah, das war scheiße gerade. Oh. Alter, habe ich das Ding jetzt wirklich auf Sand gesetzt hier?
So, ich mach mal 5 Minuten Päuschen, geh mal gerade auf Toilette, geh einen rauchen und dann bin ich wieder da. Und ihr kriegt so lang ein bisschen... Moment, ich muss hier weg. Ihr kriegt so lang ein bisschen Musik. Bis gleich.
Da ist der Onkel wieder. So. Aufwachen, Chat. Aufwachen. Aufwachen. Ich bin wieder da. Aufwachen. So. Können wir das Audio wieder ein bisschen hochballern? Ich mach's nicht zu laut. Warst du weg? Ach so, okay. Alles klar. So ein Ding ist es. Ja, ja. Ich hab verstanden. So, jetzt wird's lustig, Leute. Ja, weil der Onkel nichts in der Hand hat, der Depp. Oh, jetzt wird's... Okay. Okay, nee, wir lassen die in Ruhe. Ich muss ja auch nicht überall. Ich muss ja nur freiräumen, ne? Ja, kein Außer... Ah! Okay, lauf, Digga, lauf, Digga, lauf, lauf, lauf. Ey. Das Vieh geht mir auf die Nüsse. Ich lot sie jetzt alle in den Sumpf. Und dann muss ein Abo kommen und dann ist okay. So, du kannst mich mal. Horde, ja. Geil. Ich lock die jetzt einfach in den Sumpf. Kann hier ein Abo sein, bitte? Oh oh, hier ist viel Wasser. Ja, da ist doch einer. Ich habe noch gehört. Noch eine Krypta, ne? Alter. Das war doof. Boah, das war saublöd. Schöner Sumpf, schon drei Krypten. Ja, deine Mama, ey. Dann schnell Geschichte. Ja, keine Ahnung. Ich hab ihn nur gehört. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich muss nachher nochmal mit dem Schiff rumfahren. Damit da noch wirklich alles frei ist. Na, Lungenbrötchen gehabt. Ja, ein bisschen. Kurzes. Gleich kommt die Frau nach Hause, die hat nämlich Spätdienst. Nicht noch eine Pizza in den Ofen, wenn sie so lieb ist. Weil wenn ich mir jetzt eine Pizza in den Ofen haue, dann ist sie nachher schwarz, weil ich sie vergesse. Ich hatte auch Frühschicht.
machst denn du hier auf dem... Schöner großer Sumpf, gefällt mir. Hi Daniel. Rehstuhl ist krank zu Hause. Oh, das ist aber schade. Das ist nicht schön. Dann wünsche ich dir gute Besserung. Alter, das ist echt ein Riesensumpf hier. Junge, 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 Junge. Corona zum zweiten Mal. Ist jetzt aber mild. Ah, Alter. Das ist... braucht kein Mensch. Kann ich nachvollziehen. Ich hatte es bisher einmal, aber das brauche ich auch nicht nochmal. Also mich hat es damals echt richtig weggewichst, ey. Aber ich bin ja ein Kerl. Ich bin ja da sowieso Mädchen. So. Ich muss gerade was gucken. Warum funktioniert das nicht hier? Der Chat nicht funktioniert in meinem OBS. Das ist nervig.
Thema wurde ja intensiv durchgekaut. Ja, richtig. Oh, ein Abo. Hallöchen. Oh Gott, der konnte noch nicht mal aufstehen, der Arme. Der tut mir jetzt schon ein bisschen leid. Also das hat mir schon ein bisschen leid getan jetzt. Dreh mir nicht den Rücken zu, mein Freund. Mach das nicht. Echt. Schwerer Fehler. Bisschen clever. Kann man ja mal mitnehmen. Bis dass er weint. Ja. Genau. Hallo Markus. Die Knicks sind da. Und hallo Anita, weil die ist dann auch irgendwo in der Nähe. Mit Sicherheit gehe ich von aus. Jetzt kann wieder kein Buff mehr. Scheiße. Ja, ja, ja. Habt ihr eure No Metal fertig, Markus? Ich hatte noch keine Zeit zu gucken. Habt ihr die Queen geschafft? Nein, ernsthaft? Habt ihr die Queen gelegt? Geil. Alter, Respekt. Da verneige ich mich ganz tief. Junge, Junge, Junge. Ach so, nicht gelegt. Okay, alles klar. Also ihr wart gnädig und habt sie leben lassen. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja, kann ich nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen. Oh, ein Zorngeist. Ich werd bekloppt, ey. Wann hatte ich denn den zuletzt? Ja, ist dann wahrscheinlich auch eine Stufe zu wild. Also das ist schon... Also ihr habt schon zwei Bosse mehr gelegt als ich. Von daher meinen tiefsten Respekt. Da hätte ich die Geduld nicht für. Würde hier zu viel kaputt gehen.
Mini-Mi-Bart. Alter, was ist denn hier los? Warum kann ich mich hier nicht... Ich will wirklich wieder zurück. Ja, jetzt sauf ich auch noch. Ja, was ist denn los? Ja, Freunde. Oh, oh, jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Jetzt muss der Onkel mal gucken. Oh, ein Abo, das brauche ich jetzt gar nicht. Moment, Moment, Moment. Eins nach dem anderen, ja? Den lassen wir mal links liegen, ja? Ja, das geht nicht. Ach, Freunde. Boah, wenn ich jetzt ins Gras beiß, ne? Scheiße. Das war's, das war's. Oh, fuck. Jetzt wird's ein bisschen kritisch hier. Boah. Okay. Ich will den nicht bekämpfen, mit 63 HP hab ich keinen Bock da drauf. Was klebt mir denn da noch am Hintern? Bastarde, ey. Entspannen. Ja, genau. So, die kommen jetzt erstmal hier hin. Kommt her. Okay, jetzt ist der Abo auch weg. Das ist in Ordnung. Mein... Oh, da unten. Was ist das für eine verkackte Insel? Ist das immer noch die gleiche da hinten? Weiter. Bisschen aus der Übung. Ja, bisschen. Ja, ist halt nur doof, jetzt ohne Buff hier rumzulaufen.
Aber gut, ist halt so. Die lassen wir jetzt auch mal in Ruhe. Ja, stimmt eigentlich, ne? Ein Feuer könnte ich mir machen kurz. Für ein paar Minuten. Jo. Zack, wieder nass. Schön. Aber frei ist es frei. Komische Insel, echt. Gott, guck mal hier da hinten. Wo kommt ihr denn her? Komm her, Knüppel Otto. Ich hasse das, wenn da überall noch so Sandbänke sind, ey. Jo. Und Flut natürlich, klar. Hier sind ganz schön viele Kraugerdörfer. Ja, definitiv. Bautechnisch habe ich schon einige schöne Fleckchen gefunden hier. Das ist wohl wahr.
Oh, die lasse ich jetzt auch in Ruhe. Ich laufe ihn nur durch. Ja, toll. Beim Space Sense auch wieder voll das Bildschirm eskalieren. Arme Rosalinde. Das ist das Schwein von der militanten Veganerin, ne? Ja. Oh, hallo Odin. Der Odin auch mal am Start. Buff wieder ready, stimmt. Essen könnte schon mal was. Jetzt geht ab. Rendering, ding, 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 ding. Nur wegen ihr. Die Alte, die ist so durch, ey. Wenn ich die sehe, weiß ich immer, warum ich kein Veganer geworden bin. Ja, genau. Definitiv. Das Schlimme ist... Ja, das kann ich ja sagen. Das Schlimme ist, sie trägt den gleichen Nachnamen wie ich. Das ist echt schlimm. Da schäme ich mich wirklich für. Ja. Ich hab's mir nicht ausgesucht. Aber wir sind irgendwie, ich glaube, wir sind nicht verwandt. Also nicht, dass ich's wüsste. Aber das ist schon übel. Das kann ja auch keiner wollen. Oh ja, definitiv. Real Talk, ich finde den Gedanken ja gut, Tierwoll und so. Bin auch kein Freund von dieser Macken. Ja, absolut, ey, da bin ich ja völlig bei euch. Also das ist, um Gottes Willen, ich will ja kein Veganer-Bashing betreiben, ganz im Gegenteil. Ich habe das ja selber mal gemacht. Ich wollte mal einen Monat lang ohne Fleisch. Habe das auch wirklich durchgezogen, das war auch cool. Aber für mich, ich mag Fleisch zu gerne. Ich weiß, dass das alles nicht in Ordnung ist in Deutschland und dass da viele Tiere leiden. Ja. Aber ich... Nee, ich möchte es nicht. Ich möchte nicht vegan leben. Ich möchte nicht vegetarisch leben.
Ich achte drauf mittlerweile, woher mein Fleisch kommt. Und ja, das ist für mich genug. Und wenn mir dann jemand so dumm kommen würde, ne, also ich diskutiere gerne mit jemandem und lass mich auch gerne überzeugen oder keine Ahnung, ich akzeptiere diese Lebensweise, wenn sie denn jemand leben will, aber lasst mich auch meine leben, also. Und der Ton macht halt immer die Musik und sie trifft halt nicht den richtigen. Und da wird es für mich dann problematisch. Da schalte ich dann auf Durchzug oder Gegenwind. Komm her. Da habe ich das mal beruflich gemacht. Viele Jugendliche sind ja hörig. Hat mir gereicht bei dir. Ja. Also hier lohnt sich wahrscheinlich nochmal auf Eisen zu gehen. Das ist schön. Mit Sicherheit ordentlich was los hier. So eisentechnisch. Oh, noch ein Abo. Sollen wir uns den holen? Ja, wir warten mal. Ah, ne, wir warten nicht. Hier nehmen wir mit. Ach, da guck mal hier. Ein Bone Mass. Cool. Ich habe das vorhin schon gedacht, dass der Sumpf eigentlich so groß ist, dass hier auch ein Bone Mass sein könnte. Zweiter Bone Mass gefunden. Sehr schön.
Sehr cool. Das ist echt ein schöner Sumpf. Ah, warum? Eine Kiste hier. Ich wollte gerade sagen, hier oben ist doch irgendwas Blaues. Robin Hood. Was? Was ist jetzt das? Na komm her. Nehmen wir dich auch noch mit. Halo, ich hab Halo ein bisschen gespielt, aber nicht wirklich lange. Also alle Teile mal irgendwie so ein bisschen. Aber jetzt nicht so der Halo-Fan. Oh, hier. Ne, da fahr ich mit dem Schiff lang, da hab ich jetzt keinen Bock drauf. Ja, das ist neu, ich kenne das. Nee. Da ist mein Schiffchen.
So. Du Glibber. Profan waren hier. Wurzeln. Da. Händler. Da. Ketten waren hier unten. Federn hier. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir ein bisschen Essen machen können. Dieseln, Blutsack, Gerstenmehl. Gerstenmehl habe ich, glaube ich, keins hier. Da muss ich ins andere Base. Base. Ja, aber nur mit einer Mod. Geht das, oder? Das ist wie mit den Damen und Herren, die sich auf die Straße kleben. Die erreichen damit nur, dass Autofahrer aggressiv werden, ja. Vanilla? Wie denn? Erzähl. Das wäre mir neu. Vanilla, kannst du die einfach... Habe ich beim Space gelernt. Dann, erhelle uns! Seit dem letzten Patch geht es? What? Laber nicht! Auf die Sch... Was? Es geht doch gar nicht da rein. Nein! Wie geil! Also einfach davor. Oh, das ist geil. Hi Loxus. Ja, cool. Ja, cool. Das ist ja nur HTML. Oh, wie geil. I love it. Jetzt könnte ich mir ja auch nice, ey. Sehr schön. Naja, siehste? Sie tun was. Und sie hören auf die Community. Und das ist halt geil. Ich liebe dieses Spiel und ich liebe diese Community. Das ist so schön. Echt. Ach, ist das schön. So, ich brauche Essen, Freunde. Habe ich noch fertiges Essen hier irgendwo? Ja, aber im Endeffekt, ne, wieder eine Mod gespart. Und das wollen wir alle. Wir wollen alle die Schilder einfärben. Da bin ich ja nicht der Einzige. Alter, kannst du mal da dran gehen?
Ich brauche Schwarzsuppe. Blutsack, Honig, Rübe. Blutsack, Honig. Rübe, da. Zack. Jetzt müssen die nur noch Gizmo einbauen. Das, George, das ist gar... Fuchs, das ist gar nicht mal so abwegig, ne? Wenn wir jetzt schon mal sehen mit dem neuen Patch, wenn wir da diese Drehung machen können und die Balken nach oben und unten schieben, dann sind wir nicht mehr so weit von Gizmo entfernt. Von daher abwarten und Tee trinken. Abwarten und Tee trinken. Sweeble Suppe. Ne, Blutpudding. Gerstenmehl, Distel. Gersten, Distel. Mehl. Disteln. Da bin ich fest von überzeugt, dass das noch kommt. Und Zwiebelsuppe. Zwiebeln, klar. Macht ja Sinn, ne? Größe lässt sich auch ändern. Alter, ernsthaft. Auch mit HTML? Krass. So? Nee. Mm-mm. Doch, er hat's doch gemacht, aber... Guten Tag. Guten Tag. Warm? Ich hab angemacht. Sag mir mal gerade den... Alles gut? Du sitzt halt eine halbe Stunde da unten. Weißt du, wann ich heimkomme? Ja, dann. Ich muss heute länger arbeiten. Nee, ach, hat dein Freund keine Zeit gehabt oder was? Ja, dann nicht. Alter, ich sag dir. Willst du? Size reicht, glaube ich. Ja. Das war aber. Moment. Size gleich 12. Scheiße, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Size gleich 2. Jetzt geht gar nichts mehr. Scheiße, jetzt ist es kaputt. Zwirn. So. Size gleich. Was ist denn mit 50? Du bist sehr, sehr geil. Super geil. Das heißt gleich 1. Probieren wir es mal so. Das ist scheiße. Jetzt kaputt. So. Der Anditaker abonniert auf Stufe 1 und schon 22 Monate. Mahlzeit. Ja. Nimm Comfy Seins und gut. Nein, nee, ich will das wissen. Aber gut, das muss ja jetzt nicht jetzt sein.
Collar gleich. White, zack, zack. Okay, reicht erstmal. Das mit der, das kriege ich noch hin. Kriege ich noch hin. Wie viel haben wir denn? 21 Uhr, ja. Zeit für ein Päuschen. Ich gehe mal gerade mit der Frau ein Lungenbrötchen snacken. Und ihr kriegt einen Augenblick Musik. Und ich bin gleich wieder da. Bis gleich.
So, da ist der Onkel wieder. Ralf und George haben eine Nachricht im Discord. Bitte mal lesen. Und euch freuen, genauso wie ich es gerade tat. So. So, ja genau, die Science haben wir gemacht. So, hier waren wir jetzt. Wir haben Essen gemacht, das war wichtig. Okay. Und jetzt können wir eigentlich wieder zurückgehen. Nee, ich hätte ja Reise gehen können, ich Depp. Der Chris! Vielen, vielen Dank für deine Kanalmitgliedschaft. Miss Vanille, du musst die Klammern davor setzen und dazwischen schreiben Monsterland. Genau. Genau. Das wird es sein. Das wird es sein. Gehen wir mal hier zurück. Das wird es sein. Die Jess, da ist sie ja. Hi. Ja, sie lebt noch. Genau. Moinsen. Du hast wieder Patreon gebucht, habe ich gesehen. Dankeschön dafür. So, jetzt sind wir hier. Das sollte richtig sein. Zack. Warum steht hier auch ein Boot? Hä, war das das Richtige? Ja, doch, war das Richtige. Da hinten klatschen sie sich schon wieder. Dann laufen wir hier lang. Und dann gehen wir die hier ab jetzt. Wie fahre ich? Wie man die Schilder beschriftet. Moment, habe ich Holz dabei? Ah, ich habe keine Kohle dabei. Ah. Warte. Also, du schreibst einfach, wo hast du nur geschrieben? Bei, hier. Also, ich schreibe es in den Chat. So. Color. Gleich, ich sag jetzt mal, white ist weiß, ne? Und dann, genau, so. Das geht dann automatisch weg, wenn du die hintere Klammer gesetzt hast. Dann geht das, was du geschrieben hast, automatisch weg. Und dahinter setzt du dann im Grunde genommen das, was du auf das Schild schreiben willst. So wie die Miss Vanille das gerade gesagt hat oder geschrieben hat. Ich sehe erholt aus heute. Hättest du mich gestern mal sehen sollen. Quatsch. Nee, mir geht's gut. Also, ja. Ich kann nicht klagen. Aber du weißt auch, schlechten Menschen geht's immer gut und so. Aua. Ja, aber du warst lange weg. Alles gut bei euch? Was macht Mann und Kinder?
Und jetzt läuft der Stream ja schon ein bisschen. Vielleicht nochmal der Hinweis, wer Bock hat, bei unserem nächsten Event mitzumachen. Ein Bau-Event. Der darf sich gerne bei mir mal auf dem Discord tummeln. Ausrufezeichen Discord in Chat. Und kann sich das da mal durchlesen. Vom 28. April bis zum 1. Mai. Machen wir ein Bau-Event. Da dürft ihr gerne teilnehmen. Müssen wir dann schön mit dem Bootchen fahren, glaube ich noch. Erster Mai ist Feiertag, ja. Aber wir können auch am Feiertag Valheim spielen, das geht. Das funktioniert. Ich hab's schon probiert. Es geht, wirklich. Ist möglich. Ist machbar. Das ist ja das Tolle an dem Spiel, das funktioniert auch feiertags. Ja, also, deshalb liebe ich das auch. Doch, doch, das geht. Also mit einer Mod funktioniert das. Vanilla nicht. Vanilla kannst du das Spiel hier Feiertag nicht spielen, aber mit einer Mod funktioniert das. Ja. Wieder so eine Drecksinsel hier. Tag der Arbeit, Hack, genau. 1. Mai Mod. Ja, jetzt kommst du nicht hier hoch, ne? Hast halt gelitten, mein Freund. Das war Rosalindes Schwester. Zack. Ach, ich hatte mein Dings abgebaut. Okay. So, dann. Machen wir die Insel komplett. Und dann gibt's Abendessen gleich.
Ja, aber nicht bei mir. Also Streamer-Abendessen, weißt du? 21 Uhr sich oder um 9:30 muss ich noch eine Pizza reinpfeifen. Das ist mein Leben. Auch toll, ne? Ja. So ein Ding ist das. Mein Nachtmahl, ja, so sieht's aus. Ich wollte eigentlich vor dem Stream was essen, aber dann habe ich es wieder nicht geschissen bekommen und jetzt muss ich halt warten, bis die Frau zu Hause ist. Weil die muss jetzt aufpassen, dass die Pizza nicht verbrennt und die bringt mir die gleich hoch, weil die so lieb ist. Ja. Ich bin ja nicht multitaskingfähig. Ich kann nicht streamen und gleichzeitig drauf aufpassen, dass das Essen nicht verbrennt. Geht nicht. GK. Das kriege ich nicht hin. Aber jetzt nochmal zurück zu den Schildern, dass man da die Farbe und die Schriftgröße ändern kann. Stand das auch in den Patchnotes? Also ich lese die Patchnotes ja und ich lese euch die sogar auf Deutsch vor. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass das da drin stand. Oder habe ich da irgendwas verpeilt? Nee, da stand da nicht drin. Ah, okay. Aber woher wisst ihr das denn? Also, das findet man ja dann nicht einfach so durch Zufall. Ja, stand da. Nee, glaube ich nicht. Also, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, aber ich kann mich nicht erinnern, dass das da stand. Das hätte ich ja gewusst sonst. Und Gnick? Okay. Oder stand, ja, ich lese kein Reddit. Reddit ist für mich so ein Buch mit 7 Siegeln. Da bin ich zu doof für. Oder zu alt oder wie auch immer, keine Ahnung. Reddit ist überhaupt nicht meine Plattform. Beziehungsweise von Carina Sand. Kenne ich nicht. Drake vorgemacht. Oh, ein Fisch. Ein Trollfisch. Ja, geil, wenn der auf meinem... Ja. Sehr geil. So, das muss ich jetzt... Das muss ich gucken jetzt. Nee, das lässt mich nicht, da kann ich nicht pennen. Geht nicht.
Also hier steht nur various UI and text fixes that were being displayed incorrectly. Text on signs should now be lit correctly and no longer glow. Hover text and text input on signs should now be displayed correctly and can use slash T and slash N symbols. Das ist, sind die Patch Notes für den Public Test 0214300. Nee, es steht nirgendwo. Ja, das ist es, aber das kann doch nicht. Was? Ja, aber da hätte man ja einfach schreiben können, Leute, ihr könnt die Schilder jetzt einfärben. Wie dumm ist das denn? Weil ich finde das schon eine wichtige Info. Best wife on earth. Best wife on fucking earth. Echt. Ja. Alter, und die sieht gut aus, ne? Die sieht wirklich gut aus. So, der Onkel wird essen. Ihr werdet mir jetzt alle beim Essen zugucken. Die sieht wirklich, oder? Die ist bestimmt heiß. Nur für den Evil. Pass auf den Bart auf, dem geht's gut. Alles gut. Aber ich glaube, ich lasse es mit den Farben auf Reddit, okay? Kalt wäre schlechter, wäre sie gefroren, ja, oder von gestern. Hi Tanja. Naja. Egal, wir können die Schilder jetzt einfärben. Das ist doch geil. Wissen wir jetzt alle. Die ist lecker. Welcher Hersteller ist das? Die ist aus dem Aldi. Und zwar so eine... Frag mich nicht, ich habe die heute geholt, beim Aldi einfach ins Regal gegriffen. Ist so eine rote Verpackung, ist so eine extra große. Weiß nicht, kostet 2,99, ist aber super lecker. Salami halt. Es ist nicht die Ofenfrische. Nee. Es ist keine Markenpizza. Kein Bart, das macht ihn mal schlecht rasiert. Arschloch. Das ist der Titel, nicht die Marke. Es ist auf jeden Fall nicht die Ofenfrische. Ofenfrische ist von Dr. Oetker oder so, kann das sein? Ist ja gut. Alter. Radar, hallo. Heißes Essen ist heiß, wurde an der Sonne nicht warm, musste in den Ofen. Richtig. Das ist die traditionale im Angebot für 2,22. Kann ich euch jetzt nicht sagen, keine Ahnung. Guckt ihr mal einen Clip an, den ich gemacht habe. Eben einfach mit Shift Windows S einen kleinen Screenshot gemacht von der Farbe, die ich gerne hätte. Mehr oder weniger so.
rausgezogen, habe das kopiert, habe das in GIMP eingefügt, mehr oder weniger. Dann mit der Pipette, hoppla, dann mit der Pipette den Farbcode rauskopiert hier. Einfach die Pipette angeklickt, zapp, dann hast du den Farbcode hier. Dann habe ich mir hier eine Liste gemacht, so dass man die im Stream auch gut lesen kann. Mit dem HTML-Code für die Farbe, mehr oder weniger, dann die Größe, dann die Rune und noch zwei Abstände rein, damit die Rune nach oben rutscht, damit wir die Schilder unten anbringen können. Und dann, was habe ich jetzt gemacht? Und tatsächlich sieht das dann am Schluss so aus. Ach, leck mich am Arsch. Verrückt. Verrückt. Eben, einfach mit Shift Windows S einen kleinen. Alter, der Typ ist ja auch gespannt. Geil. Sehr geil. Muss ich mir mal offen lassen, das gucke ich mir später nochmal an. Sehr cool. Danke, Fuchs. Ja, ist cool. Danke, Raider. Salamifarbener Bart, ja. Verlinkt mal das Video. Eben einfach mit Shift Windows S einen kleinen. Ja, Video war nur auf Twitch, klar. Bitteschön. Nein, es gab keinen Raid, der heißt Raider. Ist nicht eigentlich jede Ofenfrische eine Ofenfrische, weil sie frisch aus dem Ofen kommt? Ja, könnte sein. Aber das ist cool mit den Schildern, da kann man mit Sicherheit schöne Späßchen machen. Ja, natürlich kann ich den Rand von, also wenn ich den Rand von der Pizza nicht mehr kauen kann, kann ich mich doch einäschern lassen. Dann ist komplett vorbei. Moin Mischa. Pizza wird genascht. Abendessen für Helden. Grünkohl aus dem Ofen. Kannst sogar eine ganz andere Schrift an. Alter, wie geil. Danke. Ja, also bei Space Gold, ich habe da auch zwei, dreimal reingeguckt, mittlerweile gefällt mir ganz gut. Ist in Ordnung. Kann man machen. Bringt ein bisschen frischen Wind rein. Das wird live. Der Herr Beutel spielt mal auch wieder Ball, spielt auch mal wieder Ballheim. Aber ihr bleibt hier.
Wagt es euch. Alter, da ist gerade ein super Standbild auf Twitch von mir. Alter Falter. Super. Echt. 1A. Die Schilder in Elbenschrift oder in Elfenschrift, ja. Valkyro-Tattoo mit Freya-Rune. Okay. Wer sind dir, Mickey? Sagt mir gar nichts. 70 Zuschauer. Aha. Vielleicht noch einmal raiden. Kettensäge der Nordmänner. Auch geil. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich könnte doch eigentlich raiden, oder? Ich komme doch jetzt eh nicht mehr zum Spielen, ey. Hey, Valerie, hi. Ja, machen wir es doch so. Ich esse in Ruhe meine Pizza. Geh dann noch ein bisschen zum Vibe. Und wir spielen einfach morgen Abend weiter. Das ist doch auch okay, oder? Als ich neulich in meiner Musikbox blätterte. Das machen wir am Wochenende wieder. So, passt auf. Hm? Wir raiden jetzt. Ich kenne den noch nicht. Was geht er? Aber guck da mal noch ein bisschen rein. Und wir sehen und hören uns. Moment. Nee. Wir hören und sehen uns morgen Abend wieder. Und dann geht es genau hier weiter, wieder mit Valheim. Und dann schauen wir. Wir brauchen eine Onkelschrift, oh Gott. Die Leute, die bei YouTube sind, die werden natürlich nicht mitgeradet. Also nur die auf Twitch. Also kommt gerade rüber auf Twitch und dann ist cool. Ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Danke, dass ihr da wart. Vielen Dank für den Support, für die ganzen Abos und so ein Kram. Bis morgen, macht Liebe. Ciao, ciao. Und geht alle mit rüber, das wäre ganz lieb. Und ab die Post. Ich nenne es nicht. Ich finde den Kanal nicht. Ich mache hier auch aus. Bis denn.